Ladies and Gentlemen, weiter geht's mit einer weiteren horrormäßigen Folge The Devil in Me. So, Kippchen war das, ne? Ein schönes Kippchen will der. Kann er nicht gegenhauen oder so? Ja. Ja. Natürlich will er es passend. Verdammt. Ja, dann liegt hier aber bestimmt irgendwo eine Münze. Oh. Boah, ist das nicht voll frech, einfach reinzulangen? Rix! Eins. Wait a second, warte, 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 warte. Gotcha! Oh mein Gott. Nächste Runde auf mich. Versprochen. Von deinem aktuellen Guthaben, von deinem Lohn, deiner Existenz. Komm zu Papa. Hey. Hey. What are you doing, bro? Oh nein, 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 bitte, komm schon, nein. Wenn so, muss er jetzt Schrott machen? Zweimal. Ah ne, das hatten wir schon. Das ist jetzt egal hier. Kelly Schröder interessiert keinen. Oh, ja. Yeah. Was? Nein, komm schon, du Scheißding, tu mir das nicht an. Du Schrotthaufen, gib sie mir. Gib mir meine Zigaretten! Du Mieses. Das war's. Ich hole meinen Keygrip und die prügelt dich windelweich. Hey, Charlie! Ja, Hä? bin noch in der Bar. Es ist Essenszeit. Wir sollten die anderen holen. Okay, ich komme. Und zu dir komme ich mit einer verfickten Brechstange wieder. Bist du alleine da drin? Wer ist das hinter der Bar? Was? Ausdrucksweise, mein Freund, ausdrucksweise. Das ist ein Geist? Hey, ich hatte eine Idee für ein Intro-Segment. Willst du jetzt? Ja, wenn wir die Aufnahme jetzt eintöten, schreibt Charlie vielleicht nicht mehr alle meine Ideen um. Ja. Okay, klar. Was? Nichts. Gib mir eine Sekunde und es geht los. Soll ich dir echt abkaufen, dass nichts dir im Kopf rumspukt? Ja. Und ist das Objektiv sauber? Ich bereite nur alles. Wirklich? Ja. Immer mit Kleinigkeiten beschäftigt. Wie wäre es mal, was zu riskieren und einfach. Du hast eine Woche rumgetrödelt, bevor du das Jobangebot abgelehnt hast, nur weil das länger mit dem Zug gedauert hätte. Zynisch. Ich habe abgelehnt, weil du dann allein mit Charlie gewesen wärst. Für wie fies hältst du mich? Ich meine es ernst. Ich auch. Okay, lassen wir das. Toll. Lass mich die Kamera holen. Nutzen wir das Tageslicht, dann können wir alleine drehen. War im Foyer ein Dachfenster? Weiß nicht mehr. Ich will nur ordentlich aussehen. Der hat sowas abgefahren, tut mir leid. Du siehst in jedem Licht gut aus. Aber Keine das wollte Sorge. ich gar nicht, ich hab doch recht. Willst du dich einschleimen? Ja. Funktioniert's? Vielleicht. Auch gut. Mark, warum lässt du alle denken, ich hätte Schluss gemacht? Wenn Jamie die Wahrheit wüsste, würde sie Ruhe geben. Ich meine, alle nehmen das halt an.
Ich weiß nicht, ob das nett oder egoistisch ist oder beides. Zögerlich, kann ich dir was sagen? Bevor wir... Hör zu, kann ich was sagen? Wir haben abgemacht, professionell zu bleiben. Genau. Also kannst du auch nicht einfach so ankommen und mich therapieren. Ich... Okay, hast recht. Das war unfair. Tut mir leid. Wir müssen das nicht diskutieren. Arbeiten wir einfach. Die Trennung ist schwerer als gedacht. Du hast recht, tut mir leid. Weiß ich nicht. Vermisst er die nicht? Ah, die ist voll die zickig. Ich tu dir einen Gefallen, Bro. Hast ja recht. Hast recht. Es war abgemacht. Tut mir leid. Los, lass uns gutes Licht suchen und anfangen. Danke, dass du mitmachst. Du bittest mich nur darum, weil deine Arme zu kurz für Selfies sind. Meine Arme sind nicht kurz. Wohin? Auf dem Balkon sehe es gut aus. Suchen wir einen Weg nach... Wow, was wird das? Wollt nur das Licht checken. Persönliche Grenzen, weißt du noch? Mein Zimmer ist mein privater Rückzug. So eine Therapie ist ja ganz sinnvoll. Sie gehen trotzdem rein. Ein paar der Regeln sind echt bescheuert. Wie ist die neue Wohnung? Reicht fürs Erste. Gefällt sie dir? Ist ein Ort für meine Sachen und zum Pennen. Befristeter Mietvertrag, so kann ich in Ruhe was Besseres suchen. Das ist... kluger Plan. Du hast gesagt, zieh aus, also bin ich raus. Das war ein Kompliment. Ich sag's ja nur. Ich dachte schon, du schläfst auf der Couch im Studio, während du obsessiv nach der perfekten Wohnung mit der richtigen Wandfarbe in der Nähe einer Haltestelle suchst, oder? Vielleicht ist das ein weiteres Tabuthema für unsere Liste. Ich würde sagen, also dafür, dass ihr es professionell handhaben wollt, ne, seid ihr ganz schön verstrickt in diesem ganzen Thema. Nicht gut, nicht gut. Falls uns Dumet hier erwischt, brechen wir eine seiner Regeln? Wir sollen nicht allein rumlaufen. Und außerdem haben wir die Tür praktisch aufgebrochen. Wir? Also sollten wir vorsichtig sein. Vermutlich. Ich hab ihn gesehen. Ja, Dumet scheint mir ein Typ zu sein, der durchdreht, wenn man seine Regeln bricht. Ach. Oh mein Fugeligott. Das hat mich zu Tode erschreckt. Das ist nicht lustig. Ich hab Angst. Was ist der Devil? War der Teufel die Wahrheit hinter Amerikas ersten Serienmörder, Joseph Morello? Wer ist Joseph Morello? Kann er schon? Wurde er erwähnt? Nee, ne. What is this? Oh, ich bin mit Axt reingeschlagen. Das weckt Erinnerungen. In der Schule habe ich lauter Zeug in meinen Tisch geritzt. Du Rebell. Was ist da? Die Bücher? Das Buch. Einbeinstativ aus dem höher gelegenen Orte. Okay. Geburt und Tode, Eheschließung. Mr. und Mrs. Robert Hall aus Silver Spring geben die Geburt ihrer Tochter Marilyn am 10. Juni im White Oak Hospital bekannt. Elaine und Stephen Wright aus North Park geben die Geburt ihres Sohnes Maurice am 10. Juni im White Oak Hospital bekannt. Im Namen ihrer Tochter Luinda Munday geben die stolzen Großeltern George und Irene Silver. Ja, okay. Ich glaube, das wird noch wichtig. Gut, dass ich es mir nicht gemerkt habe. Das war ein ekliges Licht. Sieh dir die Tapete an. Die ist ja uralt. Verdammt, alles hier ist uralt. Ich dachte, das Haus wäre außen alt, aber innen renoviert.
Danny Sherman, geboren am 1. Januar 1956. Ah, bitte. Das wissen Sie doch alles. Was wollen Sie? Was ist das? Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht, oder Special Agent Monday? Was sind meine Lieblingsfernsehsendungen? Erstes Haustier beschreiben? Wie waren Ihre Freunde in Kindheitstagen? Was soll das? Machen Sie eine Umfrage oder möchten Sie etwas herausbekommen? Können Sie nicht einfach direkt fragen? Sie wollen wissen, was mich inspiriert hat? Als wäre ich kein Original? Ah, vielleicht gab es da einen Mann, der mich etwas faszinierte. Henry Howard Holmes. Warum? Weil er der Erste war. Amerikas Erster. Er hat das Ganze erfunden. Er hat Maßstäbe gesetzt, wissen Sie? Bilden Sie sich, Monday. Lesen Sie ein Buch. Sie glauben, ich wäre dumm, weil ich Leute aufschlitze und mir das Freude bereitet? Ich habe angeblich 13 Leute getötet, bevor ihr schlau genug wart, mich zu finden. Warum angeblich waren es mehr? Da! Der Schlüssel? Wir brauchen bloß einen Weg durch. Okay. Verfault doch alles. Fäulnis. Das ist es. Was? Seit wir hier sind, habe ich diesen komischen Geruch in der Nase. Jetzt weiß ich, was es ist. Verwesung. Ist ein altes Haus. Tote Fische am Inselstrand, Tiere im Wald. Könnte alles sein. Was immer es ist, ist es mausetot. Boom! Aber durch die andere Tür kann ich auch, oder? Ja, warte, bevor wir jetzt hier weitergehen und das schaffen, dann gucke ich einmal hier. Doch mal bitte gerade. Was ist denn so schwer daran? Hier. Es muss einen Ausweg geben. Oh. Okay. Schön, dass ich gefragt habe. Es ist doch bestimmt das gleiche Hotel. Sei vorsichtig. Wer baut denn das so nach? Somebody's watching me. Da. Hallo. Wo ist geschlossen? Dadurch. Den muss ich kaputt machen, ne? Wo habe ich aber was zum kaputt machen? Na Mann, Axt und Schrank. Wait. Oh, das ist schwieriger als die Praxisprüfung beim Führerschein. So, fertig. So, jetzt gehst du wieder da hoch, springst da rüber und dann sind alle glücklich. Friede, Freude, Eierkuchen, Happy End. Spring und spring. Soll ich da jetzt auch runter? Sollte klappen. Mark, alles gut da drin? Bin gleich wieder da. Oh nein. Muss ich das jetzt ernsthaft wieder zurückschieben? Hey, warum kletter doch runter, bitte?
einfach keine Innereien. Oh, I wonder if you know how to live in Tokyo. Got a hoyo. Aber Fast and Furious Woodshrank Drift. Woodshrank? Englisch ist die beste Sprache, die es gibt. Vertraut mir. Nichts. Atmet der so heftig? Für alle, die denken, dass ich das bin, ich bin's diesmal nicht. Irgendwas muss es hier ja geben. Du schaffst das. Understand. Gut. Musikchika, da ist Chica. Kommst du mit, Kate? Ich zeig dir die Tür. Da läuft doch wer. Wer läuft da? Wow. Komm schon. Ist doch gar nicht so hoch. Meine Höhenangst sagt was anderes. Dachte, wir hätten es eilig. Stimmt. Aber wenn ich scheiße aussehe, müssen wir es neu drehen. Wie oft sollen wir dann bitte drehen? Kate, sieh mal hier. Das ist sein Hut. Hut? H.H. Holmes. Fuck! Alles okay? Nein! Das Scheißding ist plötzlich aufgetaucht. Siehst du? Was ist das? So eine Art mechanische Figur? Ja, und zwar eine gruselige. Die tut dir nichts. Sie hat dich auch erschreckt. Und dich zweimal. Hey, Charlie, 8 Uhr. Essenszeit. Verdammt, wir haben nichts. Noch ist Zeit. Komm schon, lassen wir Charlie nicht warten, sonst faselt er ewig davon. Sei höflich zu Charlie. Er war zuerst unhöflich, als er gemeckert hat, obwohl ich nur meinen Job gemacht habe. Ich muss vor der Kamera sprechen, nicht er. Ach komm, du warst auf Streit aus. Gib's doch zu. Du hast ja recht, aber auf Wut reagiert er bekanntlich mit mehr Wut. Sein Problem, Mark. Nicht meins. Charlie kann anstrengend sein. Wir sind es leid. Wir anderen sind es leid, euch streiten zu sehen. Ich bin die Streitereien auch leid. Er ist nur neidisch. Neidisch? Ja, ihm gefällt nicht, dass ich in Talkshows eingeladen werde. Du meinst eine Talkshow? Ich meine, mich sehen die Leute auf dem Bildschirm. Also wollen sie mit mir reden. Und das hasst er. Die Hälfte seiner Texte ist unbrauchbar. Das mag auf dem Papier ja gut aussehen, aber das reicht nicht. Ich will nur helfen. Und er ist immer gleich beleidigt. Weil er denkt, dass du nur Aufnahmen für dein Demo-Video willst. Und wenn's so wäre? Er denkt, wir gehören ihm, so sind die Regisseure nun mal. So, er denkt Charlie schon. Denkt echt, wir gehören ihm. Er kontrolliert uns ständig. Ich lass mich nicht kontrollieren. Warum sonst streiten wir so oft? Übrigens, er hat Aaron seit Wochen nicht bezahlt. Er hat ihr gesagt, von ihm lernen sei ja Lohn genug.
So ein Arschloch. Er hetzt sie quer durch die Stadt, um seine Wäsche abzuholen und für ihn einzukaufen, als ob er das nicht selbst könnte. Ist auch egal. So oder so werde ich Lonnet Entertainment verlassen. Ja, hau ab, tschüss. Das ist doch super. Das ist definitiv der richtige Schritt für deine Karriere. Das klang sehr aufrichtig. War es auch. Charlie würde uns sofort ersetzen, wenn das nicht so unbequem für ihn wäre. Er benutzt uns. Ich habe Besseres verdient. Du auch. Wir alle. Eine umwerfende Darbietung. Gib die Nachrichten auf und werde Schauspielerin. Ich war tief berührt. Fucking Oscar-reif. Du weißt nicht, worüber wir geredet haben. Ich habe genug gehört. Danke. Ich weiß, wie Verrat klingt. Von dir bin ich besonders enttäuscht, Mark. Egal, wie deine Zukunftspläne aussehen, noch arbeitest du für Lonnet Entertainment. Und die Crew von Lonnet Entertainment ist jetzt zu Abend mit ihrem Gastgeber. Charlie, es tut mir leid. Ja, aber das ist nichts und Falsches gesagt, Mann. Und Mitarbeiter von Lonnet sind Profis, klar? Also benimm dich auch so. Toll. Aber zufrieden? Der hat doch gar nichts du Falsches hast eine gesagt. Zukunft, ich jetzt nicht mehr. Der Mann ist ein scheiß Kleinkind. Und irgendwie sinken wir alle auf sein Niveau. Ja gut, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch gerne eine Bewertung da. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute und tschüss mit üs.